This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's um Klamotten und Kleidung. Und zwar hat mich einfach jemand gefragt, schon öfter, einfach die Leute gefragt, auf was ich achte, wenn ich Klamotten kaufe und so weiter. Was da so meine Meinung zu ist. Und jetzt wollte ich endlich mal ein Video dazu machen. Und ja, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich die meisten Klamotten von meinem Bruder habe. Ja, mein Bruder ist so ein, kauft ganz gerne ein. So. Und finde ich auch sehr schön. Deswegen kann ich immer die alten Sachen von ihm benutzen. Und das ist auch so ein Punkt. Einfach nur, ja, alte Sachen wiederzuverwenden. Das ist das Sparsamste überhaupt. Wenn man was Neues kauft, dann werden da immer neue Ressourcen für gebraucht. Erstmal alte Sachen wiederverwenden. Secondhand oder Altkleidersammlung, was weiß ich. Sich daraus zu kaufen, ist immer die erste Möglichkeit und die beste Möglichkeit, bevor man sich etwas Neues kauft an Klamotten. So, ja, das Hemd zum Beispiel ist auch von meinem Bruder. So. Und an der Stelle auch nochmal danke für meinen Bruder, wenn er gerade zuschaut, so. Für die ganzen Klamotten. Wahrscheinlich mein halber Kleiderschrank mehr besteht aus den Klamotten von meinem Bruder wahrscheinlich. Ja, auch nicht schlimm. Sehr schön. Bin sehr dankbar dafür. Und ansonsten, wenn ich mir was kaufe, halte ich Minimalismus für sehr wichtig einmal. Ich habe festgestellt, sonst wenn man, früher habe ich manchmal halt einfach so Sachen gekauft, weil sie günstig waren, ne? Und dann, oder auch man hat was gekauft und dann nicht mehr angezogen. Und jetzt bin ich eher so, was ich nicht mehr anziehe, das kommt sofort raus aus dem Kleiderschrank. Kennt vielleicht dieses Pareto-Prinzip, 80-20. Verhältnis, oft ist es so, 80% im Kleiderschrank ist wahrscheinlich Mist, zieht man nur zu 20% an und 20% des Kleiderschranks nutzen wir wirklich und ziehen 20% zu 80% an. Genau. Und da mal wirklich aussortieren, also ich habe dann, gerade beim Fasten habe ich immer mehr aussortiert und immer nur noch das in meinem Kleiderschrank, was ich auch wirklich anziehe. Wenn ich es nicht anziehe, kommt es raus, so. Und dann sind halt so Punkte, auf die ich achte, einfach, dass es Baumwolle ist, dass es ein natürlicher Rohstoff ist, dass es kein Polyester ist, wenn ich mir Klamotten kaufe, dass es möglichst Fair Trade ist. Ja, also da achte ich drauf, mein Bruder achtet da auch drauf. So. Mittlerweile finde ich voll cool, achtet auf solche Sachen, dass es eben, was weiß ich, Bio-Cotton, Organic-Cotton oder Fair Trade und so weiter ist. Genau. Und ja, das ist eben das so, was ich bei Klamotten beachte und für wichtig halte. Also einmal Minimalismus, wirklich nur diese Einfachheit. Also das gibt mir auch so viel Freiheit, wenn ich nicht so viele verschiedene Sachen habe. Da verstehe ich dann Mönche auch, die haben jeden Tag die gleiche Kutte. Da musst du nichts überlegen, das macht das Leben so einfach in der Weise. Auch. Gehst du dann in den Kleiderschrank, diese unendliche Auswahlmöglichkeit, die schränkt dich nur wieder ein, weil du so lange überlegst und dich dann nicht entscheiden kannst. Wenn da einfach nur ein, zwei Sachen sind, dann weißt du, hey, das ziehe ich an. Und das ist auch was, wo dir gefällt. Und dann holst du dir wirklich nur die Sachen, die dir zu 100% gefallen und den Rest lässt du beiseite. Das ist viel sinnvoller. Also das würde ich jedem an die Hand legen. Nur das, was ihr wirklich gerne anzieht. Wenig und dafür Qualität. So. Das ist auch sowas. Da kann ein T-Shirt ruhig mal, keine Ahnung, kann mal teurer sein. Ist völlig egal. Wenn ich das dann wirklich mag, wenn ich das anziehe und wenn mir das gefällt, dann kaufe ich mir das. Und dafür kaufe ich mir halt eins statt 10 und gebe dann auch ganz anders 8 da drauf. Genau. Das ist ja so meine Devise, was Klamotten, Kleidung angeht und das ist so, wie ich einkaufe. Aber ich habe schon ewig keine Klamotten mehr eingekauft, weil ich, ja, und so kriege ich ständig von meinem Bruder dann was Neues und
Ansonsten, wenn ich mal was brauche, dann kaufe ich mir das halt einmal und suche mir dann wirklich halt auch das raus, was mir komplett gefällt und schaue dann nicht nur auf den Preis, sondern in erster Linie immer auf die Qualität, ob es mir gefällt. Ja. Aber das war es soweit zu Klamotten. Ihr könnt ja mal drunter posten, wie ihr das so macht. Würde mich interessieren, wie ihr das handhabt, auf was ihr noch so achtet. Oder was es auch für Möglichkeiten gibt, sich da klamottenmäßig auszutauschen, zu verkaufen im Internet. Stellt euch Links drunter und teilt da einfach eure Erfahrungen, damit wir uns hier unter dem Video gegenseitig darüber austauschen können. Ansonsten macht's gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Thank you.